Du möchtest wissen, welche der Pflanzen winterhart für deinen Garten sind? Dafür haben wir unseren Winterhärtecheck. Einfach die Postleitzahl und den passenden Ort eingeben. Nun erscheint unter den Pflanzen ein Kasten, der dir zeigt, ob die Pflanze für deinen Garten geeignet ist. Diese Pflanze zum Beispiel ist gut für den angegebenen Standort geeignet. Und diese hier braucht entsprechenden Schutz, um den Winter in deinem Garten zu überstehen. Diese Pflanze würde den Winter in deinem Garten überstehen. Trotzdem empfehlen wir dir, bei einem etwas strengeren Winter die Pflanze zusätzlich noch zu schützen oder sie von vornherein an einen etwas geschützteren Standort zu pflanzen. Wenn du auf mehr Informationen für die Pflanze gehst, bekommst du auch zusätzlich mehr Infos zum Winterhärtecheck. Hier sehen wir ganz deutlich, wo sich die Pflanze mit ihrer Zone befindet und wo wir uns befinden. Sie ist sehr kälteunempfindlich und wir müssen uns keine Sorgen machen. Bei dieser Pflanze wird uns empfohlen, sie bei einem härteren Winter zu schützen. Wir werfen nun einen Blick auf die Skala und sehen, dass unser Standort auch schon sehr nah an der Winterhärtezone der Pflanze liegt. Also sollten wir immer noch ein zusätzliches Vlies in der Hinterhand haben. Hier sehen wir, dass diese Pflanze nicht für unseren Standort im Winter geeignet ist. Trotzdem ist der Zonenabstand nur sehr gering und wir können die Pflanze im Winter mit den entsprechenden Maßnahmen vor der Kälte schützen. Wenn du dich nicht in Pflanzen verlieben möchtest, die im Winter etwas mehr Schutz brauchen, kannst du diesen Haken hier aktivieren. Wir hoffen, dass wir dir mit diesem kurzen Video weiterhelfen konnten. Bis zum nächsten Mal!